Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Atom Solar Sonnenstundenwetter fürs Wochenende, die Atom Solar Sonnenstunden fürs Wochenende für Deutschland und der 15-Tage-Trend für die kommenden Tage. Zuerst mal die Schweiz. Ja, schlägt kein Geiss weg. Es ist eigentlich ein schönes Wochenende für die, die Sonne gerne haben. Man sieht die Sonnenstunden für den Samstag. Es hat ein paar Nebel- und Hochnebelfelder, die lösen sich aber dann doch auf und dann fängt es ein bisschen an, brodeln dann zum Teil in den Alpen. Aber wie es aussieht, passiert noch nichts. Entsprechend fast überall zwischen 8 und 12 Stunden Sonne. Der Sonntag sieht ein bisschen anders aus, auch hier wieder einzelne Nebel-Hochnebelfelder im Flachland. Der Unterschied vor allem Voralpen und Alpen, man sieht es an der Differenz bei den Sonnenstunden, es brodelt schon ein bisschen mehr und es langt dann für einzelne Regengüsse und Gewitter. Die Atom Solar Sonnenstunden für den Samstag. Hier gibt es so einen Streifen, der nicht gebenedeit ist unter den Regionen in Deutschland, was die Sonnenscheindauer am Samstag betrifft. Das ist so von Hamburg bis nach Berlin mit nur 2-3 Stunden Sonne. Richtung Norden ist es mehr und Richtung Süden ist es dann viel mehr. Zum Teil auch volle Lotte Sonne nach Auflösung einzelner Nebel- und Hochnebelfelder. Bis zu 12 Stunden Sonne und noch ein bisschen mehr. Der Sonntag ist dann ein bisschen demokratischer verteilt. Man sieht im Norden immer noch ein paar Wolkenfelder, die hier nicht die volle Lotte erlauben, aber trotzdem doch deutlich mehr, auch eben im vorher erwähnten graueren Streifen zwischen Hamburg und Berlin. Blick noch auf den 15-Tage-Trend. Man sieht, dass dieses sonnige Wetter bis Dienstag noch etwa anhält, mit auch viel Wärme, nicht allzu weit von den Rekordtemperaturen, von der Rekordluftmasse für diese Jahreszeit hier entfernt. Nachher ist es sehr wahrscheinlich, dass es dann einen Knick nach unten gibt. Allerdings ist das immer noch relativ unsicher auch zu sehen. Die 50 Lösungen hier sind immer noch über die ganze Bandbreite verteilt, zunächst mal dann nach Wochenmitte. Also immer noch nicht undenkbar, dass die Wärme noch länger bleibt, als man jetzt im Moment das denkt. Wie immer alle Details auf Facebook, dort Kachelmann Wetter oder Twitter j_Kachelmann. Schönes Wochenende, auf Wiedersehen und tschüss.